Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dust an Elysian Tale. Ja, und in der letzten Folge haben wir den kleinen jungen Corbin gefunden, der die Wäsche von diesem Miesepeter hier runter hat fallen lassen. Und wir müssen sie jetzt suchen. Wahrscheinlich leichter gesagt als getan. Oh, was seid ihr denn? Oh, ihr seid Kugelblitzschleuderer. Well, here's where Corbin dropped the basket. Might as well return it for him. Ja, können wir. Do my eyes deceive me? Or did he accidentally drop it near a poison ivy bush? Gift zum Machbusch? Was soll das sein? Fidget, what's going on in that twisted little brain of yours? Nothing, nothing. I'm just saying. Wouldn't it be a shame if some poison ivy fell into his basket? You know, completely by accident. Or, you know, not. God, is Fidget gemein. You are positively evil, Fidget. But... Sind wir so gemein oder sind wir lieber nett? Ich kann den Kerl nicht leiden, der hat einen kleinen Jungen in Gefahr gebracht, also ja. Good, good. This'll show that meaning not to push poor little kids around. Ja. You said it. But remember, if we get caught, I'm going to blame you. Fine, whatever. With pleasure. That meanie, he's just lucky I don't foreclose on his face. Oh, das würde ich auch gerne sehen. You know, it's like he didn't pay the mortgage on his face. Then I bind it off. Foreclose. Okay, never mind. Toll. Tolle Erklärung, Fidget. Also ja, jetzt müssen wir erstmal gegen diese Viecher hier klarkommen. Was immer das auch sind für Viecher. Jedenfalls können wir sie durch die Luft schleudern. Ah, aber sie gehen ziemlich leicht. Also leichter als Riesen. Und wir haben schon 3000 Münzen gemacht. Hm. Praktisch. Mann, ich hätte gerne so eine Art Rasthaus, wo ich schlafen könnte. Also hier ist eine Bombe. Die bringt uns gerade... Wow, Schleim, Schleim, Schleim. Das war jetzt gerade ziemlich gelackt. Also gut, jetzt müssen wir die Bombe hier runterbringen. Mal sehen, ob die getimert ist. Da habe ich ja jetzt auch ein bisschen Zeit, mit den Bomben noch rumzuüben. Weil in der Lichtung gibt es ja auch noch einen Ort. Okay, die ist nicht getimert. Also wie steuere ich dich jetzt? Ah, ich kann dich ranziehen. Okay, ich dachte immer, ich muss dich mit dem Staubsturm wegpusten. Nein, 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 nicht explodieren. So, jetzt kannst du explodieren. Gut. Und hier ist noch was. Ach, das ist ein Tor. Okay. Und schön in die Luft fliegen, ihr Dinger. Ja, schöne Kettenreaktion. Da können wir Fidget einfach schießen lassen. Komm, die kriegen wir auch noch. So. Okay. Ah. Rantun. Und das eine haben wir da hochgeschleudert. Okay. Hier gibt es auf jeden Fall noch etwas. Aber keine Ahnung, wo genau. Ach stimmt ja, hier war glaube ich noch so ein kleiner Durchgangsdinger. Okay, wir haben im Efeutal noch Schätze vergessen. Aber da können wir ja später nochmal hin. Lichtung Aurora. Ah, wir können den Eintrittspunkt wählen. Gehen wir mal hier drüben rein. So. Haben wir neue Materialien? Nöp. Sieht nicht danach aus.
So, etwas schneller vorankommen. Und dem Jungen sagen, dass wir die Wäsche haben. Oh, hallo wieder. Danke so sehr für mich geholfen. Gern geschehen. You're welcome, Corbin. Just be a little smarter next time, all right? It's too dangerous out there for a kid like you. And don't worry about Gianni. I'll sort him out. Yep. Yeah, like the laundry. Yes, fidgets. Like the laundry. Fidget. Okay, okay. Thanks again. You know, you're a pretty good fighter. Danke. Well, I... You're so strong, I'll bet you'd have no problem getting a 1,000-hit combo. Of course he wouldn't. He could do it in his sleep. Sleep combo. Toll, Fidget. Fidget, calm down. Whoa. Do you really think you could do it? A 1,000-hit combo? Sure, why not? Oh, wow, awesome. Hey, when you hit for the 1,000th time, you should say... This one's for Corbin. Ja, könnte ich mal. No, I'm not doing that. But I'll try to get the combo just for you. Ja, okay. Mission hinzugefügt, Kombobrecher. Es würde Corbin, hast du es drauf? Ja, vielleicht später. Besser als nichts. Zum Trocken zum Raushängen. Wir müssen noch Gianni seine Dings bringen. Und wir haben deinen Bruder. For bringing Corbin back. I'll make sure he doesn't run off again. Ja, das ist besser well, so. Don't be too rough on him, Colleen. He's been through a lot. Take care now. Gut. Haben wir eigentlich irgendwas Tolles Neues gekriegt, außer einem Fruchthappen, den wir jetzt einfach mal essen werden. Für sowas sind die schwächeren Heilsachen noch interessant. Verzogener Anhänger. Toll, den könnten wir herstellen, aber wir haben einen, den wir verkaufen könnten. Ring haben wir nur den einen und den haben wir schon angelegt. Das hier bräuchten wir auf jeden Fall und eine bessere Verteidigung. Wir haben noch keinen neuen Stein, gell? Nein. Na gut. Dann bringen wir jetzt mal dem Typen seine Wäsche und ich glaube, dann können wir auch das Dorf von der anderen Seite aus verlassen. So. Mit dem Staubsturm geht das wenigstens etwas schneller. Deine Wäsche. Alright, Gianni, let's talk. Would you mind telling me why you have a child running errands outside the village with monsters around? Well, I certainly can't be running around outside myself. Those monsters, they are dangerous. So, where is that Corbin brat? He's lucky I'm the patient type and I didn't report his laundry thievery to the guards. Der hat das Gift definitiv verdient. Well, after rescuing him, we sent him back to the village. Ja. Rescuing him, you say? Is he alright? Oh, jetzt macht er sich auf einmal Sorgen. Yes, he'll be fine. A bit shaken up, but... Fine, fine. And what of my laundry? Surely, after all that time he spent out there, it must be cleaned by now. Da hat er sich jetzt wieder in die Scheiße geritten. Yeah, Gianni, here. Take your laundry. But you're never going to ask Corbin to leave the village again. Do you understand? Well, when you put it so threateningly, I suppose I have little choice in the matter. Yeah, no. Good. For your sake, you should hope we don't have to talk again. Yeah. Believe me, I will avoid it if I can help you. Ja. You know what? I kind of hate this guy. And I would just love to maul his face off. Ja, ich stelle mir das immer noch so lustig vor. Fidget ist so niedlich irgendwie und will dem das Gesicht abreißen. Manners, Fidget. It's what separates us from the animals. Ja. Und hat er uns noch was zu sagen? What do you want? Das sieht toll aus. Is something wrong? Ja, das freut ihn jetzt. Everything is on fire! This is agony! Well, maybe having a poor defenseless boy wash your laundry way out in the woods isn't agreeing with you. Fidget, verpappel dich doch nicht. Go, boy! Go! Just leave me alone! Let me agonize in peace! Okay, wir lassen dich hier ja schon in Ruhe. So, eine Mission abgeschlossen. Sehr schön.
Der Schmied ist im Schützenpass. Da müssen wir nach Grubenheim. Dort müssen wir irgendwie in den Untergrund. Und dafür brauchen wir Trollhäute. Also, ich würde mal sagen, was haben wir an Materialien? Beziehungsweise, was brauchen wir für das Ding hier? Brauchen wir mehr Stein und mehr Draht. Dafür brauchen wir auch noch andere Materialien. Leider wird ja nicht angezeigt. Doch wird angezeigt, von was wir null haben. Riesenfeld. Was brauchen wir noch dafür? Das wird gar nicht angezeigt. Haben wir wahrscheinlich noch gar nicht, was wir für das Kettenhemd hier brauchen. Na gut, ich denke mal, wir gehen jetzt wirklich in den Schützenpass. Bevor ich mich da mit dem Monster und Führer anlege. Schützenpass. Wow, das sieht beeindruckend aus. Und es, nee, es schneit nicht. Ich dachte, das wäre Schnee, aber das ist das normale Funkeln. Ein Schützenpass voller Gegner. Aber wenigstens diesmal keine Riesen. Resonanztore lassen sich nur mit Resonanzsteinen öffnen. Okay. Do you hear something lapping? Dich selber fidget? What? That isn't you? Hey, I don't make that much noise. Wait, you're right. Look out, we've got company. Okay, wir... Fliegegegner. Auf den Boden mit euch. So. Nein, nein, Gegenstände schön her zu mir. So. Ich will mich nicht so weit vorkämpfen. Bleibst du hier? Ah, Save Point, gut. So, weg mit dir und euch auch. Sehr schön. Nochmal das Kettenhemd-Rezept. Und ich hoffe mal, wir können auch die Rezepte verkaufen, wenn wir sie nicht brauchen. Oh, noch mehr Fliegeviecher. Hm? Runter mit euch, genau. So. Höher will ich eigentlich noch gar nicht. Oh, jetzt sind die respawned. Und haben mich hier in die Enge getrieben. Das ist nicht so gut. Okay, hier unten ist gar nichts mehr. Also können wir nach oben. Sammeln wir noch das Zeug ab ein, was sie hier verloren haben. So, ein paar Münzen. Und dann geht es hier weiter nach hier oben. Nö, dich ignorieren wir jetzt einfach mal. So. Hoch. Und Höhle. Nicht von hinten anschleichen, das ist nicht nett. So. Ja, da müssen wir hoch, wohl oder übel. Und hier scheint es gar nichts zu geben, gegenstandsmäßig. Levelaufstieg. Verteidigung. So. Hier seid ihr. Warum wollt ihr alle abhauen? So. Habt ihr schon Angst vor mir bekommen? Ja, einzelne Gegner sind nicht besonders gefährlich. Hoch. So. Hier rüber. Okay. Au. Uah. Warum läufst du jetzt weg?
So. Noch ein Stein vor dem Riesen. Dann haben wir ja bald alles. Na ja, gut, der Draht fehlt, aber den könnten wir theoretisch auch kaufen. Was haben wir an Heilzeug? Nicht so viel, deswegen benutze ich jetzt mal ein Törtchen. Wow. Wir haben rausgesucht. So. Das sieht mal cool aus. Auch die Statue da hinten. Ja, ich habe schon mal gesagt, ich mag das Artwork von dem Spiel sehr. Na, nicht abhauen. So. Das hier sieht jetzt auch wieder toll aus. Da ist noch eine Statue und da oben sind Gegner. Kommt ihr runter? So, noch ihr beide. Und da sind noch mehr Gegner, die prügeln wollen. Ach, sie kommen freiwillig runter. Ah. So. Ich glaube, wir haben neues Material aufgesammelt. Können wir ja nachher in der nächsten Stadt mal nachgucken. So. Oh, wieder mal ein freundlicher Blob. Können wir leider nicht so hoch schleudern, aber er droppt wenigstens Schleim. Auch wenn ich nicht unbedingt eine Schleimweste anziehen will. Koboldöl? Das interessiert mich jetzt allerdings. Koboldöl ist eine Verbesserung. Dafür haben wir fast alles. Wir brauchen bloß... Was soll das sein? Kobold. Ah, Koboldhaut. Okay. Speicherpunkt. Oh, ihr schon wieder. So, schön explodieren. Dann bringt ihr mir auch ein bisschen Drop-Zeug. Genau. Ne, gucken wir es mal hier unten lang. Ah, hier ist unser Händlerfreund. Und dein Luftzug. Was hast du denn Schönes? I am here to serve. Ich merke gerade, wir sind schon weit über der Zeit. Deswegen mache ich jetzt erstmal einen Cut. Also bis gleich.